So, Freunde, mit dem OG Almasra Warzone 2 Nukeskin, dem ersten Nukeskin, den es gab, geht es zurück auf eine Insel, die wir lange Zeit nicht spielen konnten, die wir alle sehr vermisst haben, gehe ich stark davon aus. Ich habe sie wirklich vermisst, tatsächlich, zum Teil. Vor allem, weil jetzt Warzone 2 und auch Warzone 3, Ursikstan, Almasra nicht so gebockt haben, Vondel, Ashika, alles nicht so geil war. Wir sind zurück auf Rebirth Island und wie wir das gewohnt sind, natürlich, ne? Wie ihr das kennt, neue Map. Heißt, wir gehen direkt rein in eine Runde Watchzone. Ich lasse mich aufklatschen. Absichtlich, der Mann weiß es tatsächlich nicht. Und lasse mich jetzt nochmal aufklatschen, um dann full tot zu sein, um dann der Lobby zuzuschauen. Und wir gucken uns mal an, wie die Leute so im Jahr 2024 auf Rebirth Island spielen. Ich habe zwei Leuten auf jeden Fall, keine Ahnung, vielleicht ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil ich mich habe aufklatschen lassen und die Leute das gesehen haben. Liebe Grüße gehen da raus. Das können wir uns jetzt an. Wie viele Leute sind drin? 39. Wir gucken zu. Das muss ich mir von Translate bei Google vorlesen lassen, sonst mache ich was falsch. Oh, er schießt. Gutes Aim. Sprache erkennt. Was passiert hier? C-I-C-C-I-O-P-A-N-Z-A-R-O-T-T. Italienisch. So. Wir lassen es uns vorlesen. Warum kann ich das nicht vorlesen lassen? Geht nicht. DeepL-Übersetzer geht nicht. Okay, perfekt. Und er stirbt, glaube ich, sogar. Ja, er ist gestorben. Mann, ich wollte mir das jetzt so schön von Google vorlesen lassen. Aber der DeepL-Übersetzer macht das einfach nicht. Italienisch. Steuerung V. Ciccio Panzerotto. Ciccio Panzerotto war das hier eben gerade. Und das ist 23 cm Kurdi, der jetzt getötet wird, rausgetradet wird. Und der ihn getötet hat, wird direkt wieder rausgetradet. Und wir schauen jetzt XD Cajun zu oder so. Naja, schade. Ich dachte, wir gucken dem einen Italiener jetzt länger zu. Dann hätte man das auch hier. Naja, ist ja auch egal. Dann schauen wir dem Kollegen zu. Und der spielt übrigens eine Tarnung, was eine Standardtarnung ist von MW3. Und die sieht in dunklen Räumen so aus, als würde die leuchten. Ich weiß nicht, ob sie wirklich leuchtet oder ob das einfach nur der Kontrast und die Sättigung dann so bleibt. Aber er spielt auf jeden Fall, wie man hier sieht, nahezu Meta. MTZ 762 ist nicht wirklich Meta, aber ja, spielbar, sage ich jetzt einfach mal, mit der Renetti, die ja unfassbar stark ist. Falls ihr schon gespielt habt Rebirth, dann wird euch sicherlich schon aufgefallen sein, dass ihr ab und zu sehr schnell sterbt. Und das liegt daran, dass die Gegner die Renetti spielen. Ihr habt es gesehen, der hat sogar fast noch den Gunfight gewonnen, obwohl er sehr viel später die Shots auf dem Gegner hatte als der Gegner selbst. Und das ist aktuell so eigentlich das Schlimmste, meiner Meinung nach, denn die Close-Range-Meta ist halt einfach eine OP-SMG, die eigentlich nicht so stark sein sollte und schlechtes Movement hat irgendwie. Also es ist so, ja, ich hätte lieber eine normale SMG, die halt geiles Movement hat. Cooler Fallschirm da. Er spielt aber ganz gut mit der MTZ, muss man sagen. Kann er gut kontrollieren. Statt eben jetzt der Renetti, die so aus Versehen wahrscheinlich so viel zu stark gemacht wurde. Ich habe es in meinem Klassenvideo auf dem Hauptkanal schon gezeigt. Gutes Aim, der Mann. Sehr gutes Aim. Ich habe schon gezeigt, dass die Renetti so krass ist, auch was die Time to Kill und sowas angeht. Wir haben uns da ein bisschen was zusammen angeschaut. Deshalb checkt das Video gerne ab, auch wenn ihr generell Klassen haben wollt. Weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute kommen jetzt zu Rebirth Island zurück, um das Game wieder zu zocken. Die dachten sich, oder ihr dachtet euch wahrscheinlich zum größten Teil, ey, Ursikstan war jetzt nicht so geil. Warzone 2 war generell scheiße. Das Rebirth von Verdansk weg ist, ist halt die größte Kacke. Ich glaube, das sehen wir alle so. Nice. Und jetzt ist Rebirth Island wieder zurück. Da kann man mal wieder Warzone ausprobieren, würde ich sagen, weil die Map ist wirklich geil. Und ja, ja, klar, dass man da nicht weiß, was aktuell abgeht, was Waffen angeht. Deshalb mache ich die Videos immer auf dem Hauptkanal. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Habe ich extra Videos zu gemacht. Wir gucken hier weiter zu. Ich glaube, da sitzt links einer in der Ecke. Nee, der ist, glaube ich, dann doch links unter ihm. Und er ist jetzt da. Oben gelandet, maybe? Ja, oben gelandet. Das ist halt die Renetti TTK, die ich meine, ne? Es ist halt wirklich instant. Nice, Shots. Das scheint wirklich, also er hat wirklich gutes Aim. Macht er gut eigentlich, bisher. Gar nicht so ein schlechter Spieler. Aber guckt euch das an, sieht wirklich aus, als würde die Tarnung leuchten, ne? Das ist wirklich crazy. Und er sucht. Vor allem jetzt hier im dunklen Keller. Auch am Slide canceln, ja, wir haben da einen ganz guten Spieler gefunden. Wo der Name gar nicht so sweaty aussieht. Digga, also. Ich glaube, der war nicht mal full-plated, aber trotzdem unfassbar krank, die Time to Kill. Der Gegner ist nicht hinterher gepusht unten.
Aber ja, bisher gar nicht so cursed wie sonst immer, aber naja, wir haben erst die zweite Zone, das kann auch alles passieren, ne? Watchzone, wer das Format nicht kennt, ne, machen wir immer genau das, wir gehen einfach in irgendeine random Lobby rein und schauen den Leuten zu. Und es passiert immer irgendeine kranke Scheiße eigentlich. Bisher sieht es noch einigermaßen okay aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Falls ihr mal Bock habt auf auf Runden, wo ihr mitspielen könnt und ich kommentiere das Ganze, das sind die Uncut-Runden, die so heißen wegen dem Uncut-Kanal. Das machen wir in der Regel sonntags. Ich glaube, das Video kommt sogar am Sonntag raus. Also, falls ihr das gerade direkt nach dem Release seht, könnt ihr auch in den Livestream kommen, auf YouTube oder auf Twitch. Stylus heiße ich da überall, ihr findet mich schon, oder Links in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch mitspielen. Wir machen Rebirth-Runden. Gibt's wahrscheinlich noch nicht ein Custom-Game, deshalb werden wir das mit Atomo machen. Die OGs werden es kennen. Claymores wurden übrigens krass verbessert. Hätte ich nicht sagen sollen. Irgendjemand wird jetzt bestimmt deshalb Claymores in sein Loadout packen. Jemand anderes wird sauer sein deshalb. Spielt keine Claymores, spielt keine Esmin. Aber ja. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist mir schon aufgefallen. Zweite Zone, 17 Leute noch alive. Ich bin der Meinung, dass Rebirth Solo sehr, sehr schnell ausstirbt. Es kommt mir echt ein bisschen Slow Pace vor. Da sitzt einer. Den Killer hat er eigentlich auch safe. Ja, ja. Nice. Also jetzt, ja, irgendwie passt das nicht ganz. Das war gerade, das sah gerade wieder nicht so strong aus, was er da gemacht hat. Naja. Aber mir ist das schon aufgefallen beim Selbstspielen auch. Ich habe einfach echt das Gefühl, die Runden sind richtig. Man hört jetzt auch nichts mehr. Leise, nicht viel passiert. So, das ist mein Gefühl. Vielleicht mache ich auch was anderes oder das ist so ein bisschen lobbyabhängig, kann auch sein. Vielleicht hatte ich auch einfach nicht so Glück mit den Lobbys bisher. Aber bisher war noch nicht so viel Action in den Solo-Runden. Quads geht da schon echt sehr viel mehr ab in Rebirth. Und in Warzone 1 kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern, war das ein bisschen mehr Fast Pace. Weiß aber nicht, woran das liegen könnte. Aber immer noch alive. Wir gucken dem jetzt schon eine ganze Weile zu. Er macht das gut. Er patrouilliert hier in seiner Gegend, Mitte der Map Prison. Ist auch noch super mittig hier. Muss nicht moven. Gibt noch keinen Grund quasi, woanders hinzugehen. Und er ist ja safe. Er hat schon 10 Kills. Nimmt die Cut AMR mal auf. Die One-Shot-Sniper. Guck mal in den Tower, ob da einer drin sitzt. Da vorne ist einer. Ja, rechts unten war gerade einer. Und da fliegt jetzt tatsächlich einer in den Tower. Komm, Headshot-Snipe. Na, er ist runtergegangen. Unten landet einer. MTZ wieder nehmen. Ja, fast. Nee. Nee, da ist keiner mehr. Irgendwie war er die ganze Zeit gut, aber jetzt sieht das ein bisschen bottig aus. Oder? Also, versteht ihr meinen Point? Killauftrag vielleicht nehmen? Nee, auch nicht. Ah, doch, ja. Hat er gehört. Hat er gehört. Gerne, gerne. Für Tipps gerne melden. 50 Euro die Stunde. Ja, da vorne, Augen auf. Ja, 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 doch, doch, doch. Free Kill eigentlich. Okay, den Play verstehe ich nicht so ganz. Er ist rechts weggelaufen. Okay, okay. Wird hier sicher gespielt. Wir sollten uns an das Tempo des Gameplays anpassen. Und jetzt wird geschossen in den Rücken und auch hinterher gerannt. Und das sind die Shots. Und das ist halt die kranke Time-Tücke von der Renetti, die auch bis 16 Meter oder so ist. Also vollkommen verrückt. Ja. 13 Leute noch alive. 12 Gegner aus der Sicht von Ghost mit CODX im Clan-Tech. Aber der hat die Ruhe weg, der Mann. Der schießt nicht, wenn er nicht schießen muss. Oder wenn er nicht klares Sichtfeld hat. Oh, und das war schnell vorbei jetzt. Wir gucken Ficus zu. Ja, Ficus. Der echte Ficus mit der Weekly Camo, dem neuen Geekskin, den richtig viele Leute spielen. Holger 556 ist das, glaube ich. Ja. Mich würde interessieren, was da für ein Griff drauf ist. Und natürlich die Renetti, ja. Wie gesagt, absolute Meta-Waffe aktuell auf Close Range, ist es wirklich gar nicht mal so smart, was anderes zu spielen. Das scheint auch ein guter Spieler zu sein, tatsächlich. Was mir auch schon aufgefallen ist, Rebirth-Lobbys sind tatsächlich echt relativ sweaty. Liegt natürlich auch daran, dass jetzt sehr, sehr viele Leute spielen. Wieder. Und dementsprechend. Oh, starke Shots aber. Strong von Ficus. Liegt daran,
dass natürlich das Matchmaking viel besser funktionieren kann und gleich gute oder gleich starke Leute in die Lobby packen kann, wenn gerade sehr, sehr viele Leute gleichzeitig zocken, ne? Wenn natürlich jetzt nur 200 Leute insgesamt gleichzeitig spielen in EU-Lobbys, was sicherlich in Solos ab und zu vorgekommen ist, dann hattest du halt oftmals auch gar nicht andere Möglichkeiten, eine Lobby voll zu bekommen, außer alle Skill-Level in eine Lobby zu packen, was es ja eigentlich mit Skill-Based Matchmaking gar nicht so geben sollte, aber ne, geht halt nicht anders. Dann wird halt, ne, bevor die Lobbysuche 10 Minuten dauert oder keine Lobby zustande kommt, werden halt alle in einen Topf geschmissen und dann gibt's halt auch mal Bot-Lobbys. Das ist auf Rebirth bisher, habe ich noch nicht die Erfahrung gemacht. Ich hatte 2, 3 gute Lobbys von den 60 oder so, die ich gespielt habe. Ansonsten echt, echt relativ sweaty. Aber ist auch mal wieder geil und so hat auch die Nuke echt viel Spaß gemacht. Schaut euch auch gerne die Nuke-Videos an jetzt der letzten Tage. Wir haben selbst eine gemacht, wir haben auf eine reagiert. Wir haben auf die erste Solo-Nuke der Welt reagiert, welche ja ein Deutscher geschafft hat sogar. Schaut euch gerne die anderen Videos an, schaut gerne generell einfach den Content von mir an und lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Kann ich an der Stelle auch nochmal gesagt haben. Und jetzt haben wir hier 3 Gegner noch für Ficus. Aber merkt ihr das? Es ist echt. Es ist nicht so fast pace. Habe ich da eine falsche Erinnerung oder kommt euch das auch so vor? Weil die Lobby kommen jetzt auch nicht schneller oder langsamer vor, als wie wenn ich selbst gespielt hätte. Es wäre genau gleich gewesen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von Rebirth Island haltet. Ob ihr vielleicht was zu dem Pacing sagen wollt, wie ich das gerade erwähnt habe. Ja, schön. Ja, sieht gut aus. Die andere auch noch angucken? Nee. Würde mich mal in die, würde mich mal kommentieren, genau. Würde mich mal interessieren, wie ihr zu dem ganzen Thema steht. Freut ihr euch, dass Rebirth Island wieder da ist? Habt ihr schon gezockt? Wie findet ihr es? Ja. Gerne, gerne kommentieren. Das ist, also, was ist das aber für ein Play? Aus dem, also aus dem komplett open, ohne Deckung. Auf wie viel Meter sind das? 150 Meter oder sowas? Und der Gegner ist komplett im Headglitch. Wieso dachte er, dass er das challen kann? So, 1 gegen 1 gegen 1, nur noch 2 Gegner. Kann Ficus die Runde gewinnen? Da wird noch eine S-Mine geschmissen. Und eine Störmine. Ja, okay. Ne, ein Trophy-System tatsächlich. Dass keiner die gute alte Störmine, S-Mine wegmachen kann. Das ist ein geiles Haus da vor ihm. Da kann man so geil fighten. Aber wo sind die 2 Gegner? Einen wissen wir. Dachte auch, dass ich den gerade da gesehen habe. Was war das? War das auch 12 Kills? Auch guter Spieler. War das die Renetti gerade? Was war das für eine Time to Kill? Oder hat er ihn mit der SOA getötet? Gute Shots. Er muss halt hoch, ne? Hat keine Gasmaske auch. Er muss sich durchsmoken eigentlich. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Aber es funktioniert, es reicht. Er wird links oben sein schon, oder? Ja. Da kommt ein Prezi! Oh Gott, da kommt ein Prezi und es gibt auch sogar mittlerweile eine Warnung auf der Minimap, wo der Prezi hingeht. Black Cell Level 495 und das ist zum ersten Mal eine Zeitlupen... Was? Wir haben nichts gedrückt, wieso durfte ich jetzt nicht die Kickcam sehen? Zeitlupe ist hier oben bei der Zone gerade. Ich wollte mich gerade so freuen über eine Zeitlupe bei einem Präzisionsluftschlag, aber es passiert nichts. Kriegen wir jetzt zumindest noch die Animation am Ende? Irgendwie sieht das gerade ein bisschen buggy aus. Guckt euch mal an, wie die Zone sich hier bewegt. Muss das so? Soll das so? Weiß ich nicht. Was passiert jetzt? Alles schwarz? Ich glaube, das ist gerade die Outro-Animation und die ist verbuggt mit der Killcam. Immer noch in Zeitlupe. Ich glaube, oder? Das ist doch... Der Helikopter holt gerade den Gegner ab. Also den Gewinner der Runde. Ja, er hat sich gerade eingehakt. Ja. Da wird es jetzt hochgezogen. Oh Gott. Ich glaube, wir quitten lieber. Scheiß drauf. Ja, GG am Black Cell auf jeden Fall. Und ich hoffe, euch hat die Watchtower-Runde gefallen. Wenn ihr noch den Token mit oder auch nicht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.